Ich habe die meistgestellten Fragen zum iPhone im deutschsprachigen Raum gesucht und folgende Frage gefunden. Was tun, wenn ein iPhone-Hotspot nicht angezeigt wird? In diesem Video zeige ich dir, wie es funktioniert. Los geht's! Manchmal kann es vorkommen, dass der Hotspot am iPhone auf anderen Geräten nicht angezeigt wird. Dazu kannst du folgende Dinge tun. Kontrolliere zuerst, ob das Zielgerät, das ich mit dem Hotspot verbinden möchte, WLAN bereits aktiviert hat. Und ansonsten geh halt zu dem iPhone, wo du den Hotspot machen willst. Das kannst du tun über Mobilfunk und dort persönlicher Hotspot oder in persönlicher Hotspot direkt einsteigen über die Einstellungen. Schau, dass Zugriff für andere erlauben aktiviert ist. Und wenn das dann immer noch nicht geht, dann aktiviere Kompatibilität maximieren. Das kann aber unter Umständen die Leistung, also die Internetgeschwindigkeit von anderen Geräten verringern, aber es erhöht die Leistung und somit wird es dann funktionieren. Wenn du weitere Fragen hast, findest du die Antwort entweder auf meinem Kanal oder stellst deine Frage unterhalb des Videos in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao!